Was war das für ein Geräusch? Ich habe auch etwas gehört. Ich komme aus nordöstlicher Richtung. Ich habe so etwas noch nie gehört. Nordöstlich? Ah, da sind Ruinen. Ja, ich denke, der weiße Prinz, dass er sich dort gut verstecken kann. Lass uns das überprüfen. Vielleicht finden wir ihn und können flüchten. Während die Menschen sich gegenseitig umbringen. Was geht denn den Menschen vor? Warum versuchen sie, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Soll ich das untersuchen? Na, lass sie. Sie stellen nur Probleme dar. Das finde ich auch. Wenn wir dem Scharmützel der Menschen ausweichen wollen, dann müssen wir dort entlang. Durch diese Bäume. Dann los. Ja, Sir. Tja. Gut, lass uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen sollten. Bruder, was ist Alia? Hast du auch dieses Geräusch gehört? Nein, habe ich nicht. Wirklich nicht? Dann habe ich mir das wohl eingebildet. War dieses Geräusch ein sehr hoher Ton, wie der Klang einer Glocke? Ja, das war es, ganz genau. Ich habe gar nichts gehört. Es gab nur eine kleine Störung in der Luft. Die konnte nur von denen wahrgenommen werden, die ein außergewöhnlich gutes Gehör besitzen. Das Gehör deiner Schwester ist so gut wie das eines Lagus. Wow, hast du das gehört? Klasse. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ein Geräusch, das ein Beorg nicht hören kann. Das ist interessant. Man sagt, dass der Clan der Sirenes die Kunst der Galdra-Magie beherrscht. Vielleicht hat dieses Geräusch etwas damit zu tun. Galdra-Magie? Was ist das? Sie wird mit arkanen Gesängen, den sogenannten Galdra, ausgeübt. Die Wirkung von Galdra auf den Zuhörer ist abhängig von Melodie und Text. Ein Galdra kann beispielsweise Stärke und Lebensenergie beim Zuhörer wiederherstellen. Wenn der Sänger von königlichem Gebüt ist, kann die Wirkung auch auf Zuhörer noch außergewöhnlicher sein. Ich habe Geschichten über einen Galdra gehört, durch den der Zuhörer so schnell wird, dass er die Arbeit von zwei Leuten schaffen kann. Ein Galdra verleiht viele Kräfte. Wow, das klingt unglaublich, oder, Ike? Ja, doch trotz all ihrer Kräfte wurden sie von dem Beorg ausgerottet. Richtig. Raya sind auf die Kräfte des Gleichgewichts eingestimmt. Selbst wenn sie damit Widerstand hätten leisten können, bezweifle ich, dass sie ihre Kräfte eingesetzt hätten. Brechen sofort auf, sobald unsere Verstärkung eingetroffen ist. Herzog Thanos darf keinen Erfolg haben. Lass uns den Raya retten, solange wir noch Zeit haben. Gut. Wir sollten zu den Ruinen im Nordosten gehen. Ich nehme von dort etwas Merkwürdiges wahr. Verstanden. Vielen Dank für die Information. Ach was, ist doch völlig natürlich. Es ist doch völlig natürlich, seinen Gefährten zu helfen. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Viele ist einfach Sünd, ne? Da ist er, der Riesen. Fluchte Menschen, wie können sie es wagen, den Wald erneut zu entweihen? Werde die ihre Barbarei nicht mehr dulden. Der Wald hat geflüstert, aber ich muss diese Schurken vertreiben, bevor ich weiter zu ihm sprechen kann. Ich gehe jetzt zum Altar. Werde der verbotenen Magie eine Stimme geben und die Menschen vernichten. Verstärkung. Wir können jetzt zwei Leute dazu holen, was wir aber nicht machen werden, glaube ich. Ja, ihr könnt Titania holen. Und meinetwegen Muarim. Also Lagus halt. Ja, mehr können wir nicht machen. Wir beginnen den Kampf. Das sind sie, die Söldner aus Krimer. Umzingelt sie, sie müssen alle sterben. Er hat tatsächlich Wyvern-Rittern auch. Alter, Benion hatte Wyvern-Rittern. Wyvern-Ritter, meine ich. Dazu, wir müssen es bis zu den Ruinen im Nordosten schaffen. Kämpft, wenn es unausweichlich ist, aber behaltet euer Ziel im Auge. Ike, was ist mit der Verstärkung? Wir holen uns schon ein, wir können nicht länger warten. Verstanden. Was ist eigentlich Nasir da? Der kämpft doch auch nicht. So, wir müssen wieder mit Ankunft, aber wir müssen einfach nur nach rechts. Wenn wir uns darauf konzentrieren, also immer mal, können wir durch das Moor durch. Sonst müssen wir da komplett außen rum. Wir probieren es mal durch das Moor zu laufen. Aber ich weiß halt nicht, ob es funktionieren wird. Perfekt, ja gut, dann wird sich Stefan um die da rechts kümmern. Und der Rest wird gucken, dass er irgendwie, wenn wir das Moor laufen können, schön, dann kann der Rest von da links weiterlaufen. Ich weiß gerade, sind die Leute noch verletzt? Letzte Runde? Weil ich gar nicht weiß, wer verletzt war, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch nicht, ob die Ritter durchlaufen können.
Gegebenermaßen, es reicht ja, glaube ich, wenn Ike ankommt dann. Und wenn Ike durch die Mall laufen kann, dann ist es auch cool. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Wir werden es testen müssen. So einfach. Ah, die greifen Lethe an. Ist aber okay. Lethe braucht ein Level. Und auch wenn sie super stark ist, so. Nein, guckt sie an. Also guckt es euch an. So, es ist halt, ihr seid mega krass drauf. So, Stefan, mach mal deinen Namen alle Ehre und bring die um. Oh, Astra. Aber leider, man sieht hier in dem Teil noch alle Schläge. In Path of Radiance macht der zack, bam, zack, bam, zack, bam. Er macht so viele Schläge, wie es sein muss. Und nicht alle. Aber ihr macht da alle. Was auch okay ist. Aber ich weiß nicht, ob das Astra nicht auch vom Schwert Haltbarkeit wegzieht. Er hat jetzt nicht so viel gekämpft, daher könnten wir das relativ gut einschätzen. Ja, kann schon möglich sein, dass das Stahlschwert jetzt weniger hat durchs Astra. Und hier ist es Moor, ne? Er kann auf jeden Fall ins Moor laufen. Er wird doch mal durchlaufen. Mal gucken, ob es einfach reicht, wenn einer ankommt. Aber wer muss denn ankommen? Karte. Ankunft, einfach nur Ankunft. Wenn es einfach das ist, dann latscht Ike da jetzt auch mit. Punkt, das sind die zu zweit und das war's. Die latschen alle geradeaus weiter und gucken, was passiert. Ja, irgendwie Bögen oder sowas. Lagusbogen, Kurzsperre, Eisenklingen. Ist nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Aber sie kann geheilt werden. Hammer. Ja, ich meine, wer einen Lagusbogen hat, hat's nicht verdient. Ich weiß ja, wir haben auch so Waffen, aber die sind halt nur gegen... Das ist so dieses typische, ja, die dürfen sich haben, aber ich schon, weil ich bin ja für die normalen Lagus. Dumme Aussage, die es da gibt. Er kann halt an Illyana ran, was aber jetzt nicht allzu schlimm ist, glaube ich. Kann nicht mal töten, nur fast. Aber na gut, ist auch okay. Ich werde müde, das ist schlecht. Das ist schlecht, dass ich müde werde. Ich muss noch lange, lange aushalten. Heute. Na gut, ich muss ja mit denen vorlaufen. Hab ja keine andere Wahl. Nur gucken, dass die Reichweite von denen nicht falsch einschätze. Für Tormod halt.
Und für Rice selbstverständlich auch. Ach, das scheiß Kurzspeer. Oha. Er hat einen Heilstab aus der Ferne. Kommt wohl gerade zur rechten Zeit. Nun, da ich hier bin, hat der Feind keine Chance mehr. Und lädt euch warten, diese stürzen mich sofort in die Schlacht. Ja, sofort ist immer etwas übertrieben. Morim, bist du jetzt nicht der Meinung? Tanja, ja, du eher weniger. Du musst erstmal laufen. Gucken wir, dass wir die Folge ein bisschen kürzer halten hier, indem wir sofort da durchrennen. Er hätte 21 mehr auf dem Stahlschwert, hatte der, glaube ich, zum Schluss noch. Jetzt werden wir mal gucken, ob er jetzt nur noch 16 hat. 10 mehr dann. Er hat 2 Schläge weggemacht damit. Okay. Achso, so viele wie nötig waren, um zu töten wahrscheinlich. Das würde Sinn ergeben, ja. Reicht leider nicht, da benutzt er die Stahllanze. Gut, ich hätte ihn übrig lassen können für Tormod. Ja, okay. Echt wenig Stärke dazu. Verteidigung übel krass, aber die Stärke. Was haben die hier oben für Waffen? Eisenlanze nur, naja gut. Ich mache ja trotzdem 40 Damage mit einer Eisenlanze. Es ist hart, also es ist wirklich krass, wie Damage die macht tatsächlich. Der ist auch so abstrus stark. Also Kevin, es ist unglaublich krass. Level 2. Du hast der Töte den Priester. Ist denn jetzt so, als wäre der noch zu vonnöten oder sowas? Nicht, dass der noch heilt am Ende. Magier und Heiler hängen alle hinterher. Werden es nie lernen. Gegen Stefan kämpft man nicht, man verliert. Gehen halt alle nach, fast alle nach da. Eine gute Ablenkung dafür, dass Ike und Stefan dann einfach da durchrennen können.
Ich überlege, dass ich es erst nur Ike machen, nur Stefan machen lassen wollte. Eine Scheißdings. Ike kommt da jetzt nicht hin, ne? Null Trefferchance hat er, null. Also Stefan verbraucht Stahlschwerter wie nichts, muss ich sagen. Also ich glaube, der hat nie so viele Stahlschwerter verbraucht. Also ich glaube, noch gar keiner hat so viele Waffen verbraucht wie er. Jana kommt halt so gar nicht nach, ne? Ich meine, was haben wir vorhin? Wir haben Oscar, der ist Briten, Lethe, die ist fucking Lagus und Kevin ist auch Briten. Da kommt da keiner hinterher. Dahin. So, fucking Tormod, kommt da keiner hinterher. Silberlanzer müssen wir aufpassen ein bisschen. Ob er eine Chance gegen unseren stärksten Mann hat. Einen guten Axtmörder. Heißt, es hätte eine Grundfundesfresse für Tormod? Na, er kommt leider nicht ran. Wie viel Schaden machst du dem, Oscar? 20. Habe ich sonst noch irgendjemanden, der hier Damage an dem machen kann? Nee, schade, muss Oscar halt echt den Schaden übernehmen an ihm. Ja, er übernimmt den Schaden komplett so. Er hat ja danach nur eine Eisenlanze. Nur noch eine Eisenlanze. Fuck. Wir müssten jemanden holen in der nächsten Mission, wo die Vorräte wohl ein bisschen Lanzen mitnimmt für Oscar gerade. Hey, du mit der Eisenklinge. Oder du da hinten dran. Auch nicht. Und du Priester halt. Der darf dich zu heilen. Lethe kriegt die einfach nicht tot. Die macht einen Schaden zu wenig. Das war's. Die kommen eh nicht mehr hinterher. Die kann ich auch so stehen lassen, ganz ehrlich. Ich lasse sie mitlaufen, aber es bringt halt so gar nichts, die hinterherlaufen zu lassen. Wir sind einfach auf normal. Wir rushen da einfach durch. Weil auf schwer würden wir da auf keinen Fall durchrushen. Es sei denn, ich habe natürlich irgendwie gerade die Bombo-Kombo oder von dem Herrn rausgefunden, so ein bisschen. Was natürlich sein kann. Aber ich muss. Oh. Zwei Bogenschützen. Zwei Bogenschützen. Die treffen den doch gar nicht in dem Gebüsch da drin. Gott. Scheiße, ich werde richtig müde gerade. Fuck, das ist nicht gut. Ich darf alles werden, nur nicht müde. Puh, ich muss noch lange, lange wach bleiben. Ich muss so lange durchhalten. Ich könnte mich damit, mit was? Ich könnte mich mit Kaffee boosten. Ich könnte mir Energy Drinks holen später noch. Damit ich wach bleibe, bis, ja. Und dann mal gucken, wie wir das machen oder wie ich das mache dann später. Ich werde sehr tot sein, wenn ich heute von der Arbeit nach Hause komme. Morgen meine ich. Wir leben alle so knapp da, mit 1-2 Leben, zwar jeder. Mike, du kannst
Dein, wie weit kannst du denn laufen? 6, ne? Daraus, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so oder so nicht weit genug laufen, dann töte ihn. Dann töte ihn. Okay. Stefan, du kannst ihn einfach. Nutz ihn einfach tot so. Einfach drauf und drum. Das geht auch. Ihr seid zu dritt gegen 4, ne? Du kannst nicht gestummt werden. Nee. Alle zu schwach hier hinten auf der Brust. Nur Murim wäre stark genug, aber ja. Alle fast tot. Nein, die müssen eh in den Nahkampf, also werden wir auf jeden Fall den Langspeerfutzi da oben töten. Und die anderen beiden, werden wir dann so töten irgendwie. Ah, oh, Kacke, ist echt nicht gut gerade. Naja, ich kann da jetzt gerade nichts gegen Ende gegen machen. Außer später, wenn ich nochmal einkaufen gehe. Mir einen scheiß Energy Drink zu oder mehrere Energy Drinks zu holen. Ganz viele Energy Drinks, verdammte Kacke. Das war's. Warten, Ende. Der wird noch seinen Zug machen oder auch nicht. Der Murim, falscher Zeitpunkt. Was? Achso, er kommt ja gar nicht an. Hier kommst du auch nicht weiter, mein Freund. Mit deinem einen Leben. Bist du bei uns nicht weit? So ist das halt, ne? Boom. Lethe wieder ein Level up. Das geht momentan bei Lethe auch ganz gut. Die Level ups mittlerweile. Ja, nice. 20 Stärke. Jetzt ist sie noch ein Stärkepunkt, die sie bei den ursprünglichen 18, die sie vorher hatte. Der Rest braucht ja nicht mehr laufen jetzt. Es ist ja quasi vorbei. Puh, wir haben es endlich geschafft. Wir teilen uns auf und durchsuchen die Umgebung. Commander, meinst du, wir sollten weitere Verstärkung rufen? Wir haben jetzt. Der Armee des Herzogs scheint nahezu unendlich groß zu sein. Ich mache mir Sorgen um uns. Ja, wie rufen wir sie? Aber ihr Leute, das war Teil 2 von Morgenrot. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.